das sieht ja alles, klingt sehr harmonisch bisher. Vor allen Dingen ist es etwas, glaube ich, was ich noch gar nicht kenne. Hätte ich mal viel früher lesen sollen, dieses Buch. Es war Mitternacht im Bungalow, eine Woche später, als Abdul Ghafur aschgrau vor Wut an Gisborns Bett stand und ihn mit Geflüster weckte. »Auf, Sahib«, stammelte er. »Auf und nimm dein Gewehr, meine Ehre ist dahin. Auf und töte, ehe diese Schande ans Tageslicht kommt.« Das Gesicht des alten Mannes war derart verändert, dass Gisborn ihn verständnislos anstarrte. »Darum also half mir dieser Dschungelauswurf, den Tisch des Sahib säubern. Wasser tragen und Hühner rupfen. Auf und davon sind alle beide. Trotz aller meiner Prügel. Jetzt sitzt er unter seinen Teufeln und schleift ihre Seele hinab zur Hölle. Steh auf, Sahib, und folge mir.« Er drückte dem noch halbschlafenden Gisborn die Flinte in die Hand und zerrte ihn fast aus dem Zimmer auf die Veranda. »Dort im Ruck sind sie, kaum auf Flintenschussweite vom Haus entfernt. Komm mit, aber leise.« »Was ist denn los? Was hast du denn, Abdul?« »Mogli und seine Teufel und meine Tochter dazu.« Gisborn pfiff durch die Zähne und folgte seinem Führer. Nicht ohne Grund also hatte Abdul Ghafur in den Nächten seine Tochter geschlagen, und nicht ohne Grund hatte Mogli einem Manne bei der Hausarbeit geholfen, den er vor kurzem noch Kraft seiner unbegreiflichen Macht des Diebstahls überführt hatte. Ja, schnell freit man in der Dschungel. Die Töne einer Flöte kamen aus dem Ruck. Es klang fast wie der Gesang eines schweifenden Waldgottes, und beim Nähertreten hörten sie Stimmengemurmel. Der Pfad endete in einer kleinen halbkreisförmigen Lichtung, die zum Teil von Bäumen, zum Teil von hohem Gras umhegt war. In der Mitte der Lichtung mit dem Rücken zu den Beobachtern saß Mogli auf einem Baumstamm. Festlich bekränzt mit frischen Blumen, hatte einen Arm um den Nacken von Abdul Ghafurs Tochter gelegt und spielte auf einer Bambusflöte zu deren Klängen. Vier riesige Wölfe, das Paar mit feierlichen Bewegungen umtanzten. »Seine Teufel sind das«, flüsterte Abdul Ghafur. In der Hand hielt er ein Bündel Patronen. Auf einem langgezogenen, zitternden Ton hin legten sich die Wölfe still nieder und blickten mit grünlich schillernden Augen auf das Mädchen. »Schau doch«, sagte Mogli und legte die Flöte beiseite. »Ist dir irgendetwas zu fürchten?« »Ich sage es dir gleich, und du, kleines tapferes Herz, du glaubst mir. Dein Vater, oh, hättest du ihn laufen sehen, als er getrieben wurde wie ein Nilgai. Dein Vater sagte, dass es Teufel wären, und bei Allah, deinem Gott, ich wunderte mich nicht, dass er sie dafür hielt.« Das Mädchen lachte, und mit einem kleinen, girrenden Lachen und Gisborn hörte Abdul Ghafur mit seinem paar noch übrig gebliebenen Zähnen knirschen. Das war nicht mehr das kindliche Mädchen, das Gisborn kannte, schweigsam und mit scheuem Blick hinter dem dichten Schleier, sondern ein Weib, voll erblüht über Nacht wie die Orchidee, die sich in wenigen Augenblicken entfaltet und in der feuchten Hitze. »Spielgefährten sind sie mir und Brüder, Kinder der Mutter, die mich säugt«, fuhr Mogli fort. »Kinder des Vaters, der mich mit seinem Leibe schützte und vor der eindringenden Kälte am Rande der Höhle, als ich ein kleines, nacktes Kind war. Schau!« Ein Wolf erhob seinen grauen Kopf und beleckte Mogli. »Mein Bruder weiß, dass ich von ihm spreche. Ja, als ich ein Kind war, war er ein Wolfsjunges und wälzte sich mit mir auf dem lehmigen Boden der Höhle.« »Du sagtest doch, dass du von Menschen geboren bist«, gurrte das Mädchen und nestelte sich dichter an seine Schulter. »Bist du von Menschen geboren?« »Ich sagte es. Nun fühle ich es auch, dass ein Menschenweib mich gebar, denn du hältst mein Herz, Geliebte.« Ihr Kopf schmiegte sich an Moglis Brust. Gisborn hob abwehrend eine Hand, um Abdul Ghafur zurückzuhalten, der nicht im geringsten von dem Wunder dieses Anblicks berührt war. »Aber dennoch war ich Wolf unter Wölfen, bis eine Zeit kam, da mich die von der Dschungel baten, heimzukehren zu meiner Art, da ich ein Mensch war.« »Wer bat dich zu gehen?« »Du sprichst wie ein ehrlicher Mann. Die Tiere selbst taten es. Aber du wirst es mir nie glauben, aber es war so. Die Tiere der Dschungel baten mich, sie zu verlassen. Diese vier aber folgten mir, weil ich ihr Bruder war. Dann war ich Hüter der Viehherden der Menschen und lernte ihre Sprache. Oh, Zoll zahlten die Herden an meine Brüder, bis eine Frau, eine alte, geliebte Frau, mich spielen sah bei Nacht
mit meinem Rücken in den Saaten. Teufel besessen wäre ich, sagten die Menschen. Mit Stöcken und Steinen vertrieben sie mich aus dem Dorf, und die vier folgten mir heimlich, von niemandem gesehen. Damals lernte ich gekochtes Fleisch essen und dreist reden. Von Dorf zu Dorf ging ich, Herz meines Herzens, Kühehüter, Wärter der Büffel, Fährtensucher des Wildes, aber niemand gab es, der es wagte, zum zweiten Mal gegen mich die Hand zu erheben. Mowgli beugte sich nieder und streichelte einen der Köpfe. Tue das auch, nichts Böses ist an ihnen und keinerlei Zauber. Siehe, sie kennen dich. Alle Arten Teufel hausen in den Wäldern, sagte das Mädchen mit einem Schaudern. Lügen, Kindermärchen, erwiderte Mowgli fest. Oft lag ich im Tau unter den Sternen oder der schwarzen Nacht, und ich weiß, die Dschungel ist meine Wohnstatt. Soll der Mann die Balken seines eigenen Daches fürchten oder die Frau ihres Mannes Herd? Beuge dich nieder und streichle sie. Hunde sind sie und unrein, murmelte das Mädchen, indes sie sich mit abgewandtem Gesicht beugte. Die verbotene Frucht ist verzehrt. Gedenken wir nun des Gesetzes, erklärte Abdul Ghafur düster. Was zögerst du noch, sei? Töte! Still du, lass uns hören, was geschah, gab Gisborne ihm zurück. Das hast du gut gemacht, lobte Mowgli und legte wieder seinen Arm um das Mädchen. Hunde oder nicht Hunde, durch 1000 Dörfer sind sie mir gefolgt. So, und wem gehörte damals dein Herz durch 1000 Dörfer? 1000 Mädchen hast du gesehen. Die ich aber kein Mädchen mehr bin, besitze ich dein ganzes Herz. Bei wem soll ich schwören? Bei Allah, deinem Gott? Nein, schwöre bei dem Leben, das in dir ist. Und das sei mir genug. Wo war dein Herz in jenen Tagen? Mowgli lachte leise. In meinem Wanst, denn ich war jung und immer hungrig. So lernte ich jagen und der Fährte folgen und sandte meine Brüder aus in alle Winde, wie ein König seine Heere. Auf diese Weise trieb ich den Nilgai-Bullen für den jungen törichten Zalb und die große fette Stute für den großen fetten Zalb. Damals, als sie zweifelten an meiner Macht, ebenso leicht hätte ich die Männer selbst treiben können. Jetzt sogar, er erhob ein wenig die Stimme, jetzt sogar weiß ich, dass dein Vater und Gisborne Zalb hinter mir stehen. Nein, flüchte nicht davon, denn nicht 10 Mann würden wagen, sich auch nur einen Schritt vorzubewegen. Denke daran, wie oft dich dein Vater schlug. Soll ich das Wort sprechen und ihn abermals im Kreise durch die Dschungel jagen? Einer der Wölfe richtete sich mit gefletschten Zähnen. Gisborne merkte, wie Abdul Ghafur neben ihm am ganzen Leibe zitterte. Gleich darauf war der Platz neben ihm leer und der fette Mann stolperte eiligst davon. Bleib nur noch, Gisborne Sahib, stellte Mowgli fest, ohne sich umzudrehen. Aber ich aß sein Brot und bald stehe ich in seinem Dienst. Auch meine Brüder werden seine Diener sein, wild für ihn treiben und Meldungen bringen. Verbirg dich im Grase. Das Mädchen entwich, das hohe Gras schloss sich hinter ihr, während ein Wächterwolf ihr folgte. Mowgli, umgeben von den 3 anderen Wölfen, wandte sich Gisborne zu, als dieser auf die Lichtung hinaustrat. Das ist der ganze Zauber. Mowgli deutete auf seine 3 Begleiter. Der dicke Sahib wusste, dass wir, die wir unter den Wölfen aufwachsen, auf Ellbogen und Knien laufen. Eine Zeit lang befühlte er meine Arme und Beine und begriff die Wahrheit, die du nicht kanntest. Ist das so wunderbar? Wahrhaftig, noch wunderbarer ist es als Zauberei. Diese also trieben die Nilgais? Ja, sogar Iblis, den Engel der Finsternis, würden sie treiben, wenn ich sie hieße. Augen und Füße sind sie mir. Dann nimm dich nur in Acht, dass Iblis keine Doppelflinte führt. Sie haben noch einiges zu lernen, deine Teufel, denn einer hinter dem anderen stehen sie jetzt. Und 2 Schüsse würden genügen, um sie alle 3 umzulegen. Recht, aber sie wissen, dass sie deine Diener sein werden, wenn ich erst Waldhüter bin. Hüter oder nicht, Mowgli, du hast Scham und Schande über Abdul Ghafur gebracht. Sein Haus hast du entehrt und sein Antlitz geschwärzt. Schwarz war es ohnehin, als er dein Geld nahm, und wurde noch schwärzer, als er vor kurzem dir ins Ohr flüsterte, einen nackten Mann zu töten. Ich selbst werde mit Abdul Ghafur reden, denn ich stehe im Dienst der Regierung mit einer Altersrente. Er soll die Heirat vollziehen, in einer Form, die ihm beliebt, oder er wird es wiederum gehetzt werden. Wenn der Morgen kommt, gehe ich zu ihm. Im Übrigen, dort ist das Haus des Sahibs.
Und hier ist das Meinige. Es ist Zeit, sich wieder schlafen zu legen. Genau.